Hallo Leute, für euch natürlich auch dieses Video, und zwar spreche ich von einem wirklich Klassiker, den gibt es schon seit über 50 Jahren, und zwar exakt seit 1976, und zwar spreche ich hier vom Jovan Sex Appeal for Men, Leute. Das ist ein sehr guter orientalischer und würziger. Ich habe nur so einen kleinen Refill bekommen, der sieht nämlich sehr, sehr witzig aus hier. Habe ich in einer Spritzenform bekommen. Ja, für mich langt das voll und ganz. Das sind 2 Milli, wenn ich Lust habe, daran zu schnüppern an diesem Duft. Ihr wisst ja, ich besitze ja sehr viele Düfte. Deswegen kann ich ja nicht alle Flakons haben, die es gibt. Ja, ich habe ja schon über 1000 Düfte zu Hause und ja, wie gesagt, über 500 Flakons, 1000 Düfte. Das langt irgendwann mal, reicht doch, wenn man nur so Abfüllungen hat. Wenn man einen Duft gern schnuppern will, dann hat man hier einen kleinen Tropfen auf der Haut und dann ist man für eine Stunde, hat man diesen Duft. Ja. Alles andere, was ich gerne habe, das habe ich dann natürlich als Flakon. Aber selbst da ist auch definitiv zu viel, was ich habe. Ja. Was ich jetzt sagen wollte, der Duft hier ist wirklich super. Seit 76 ist er auf dem Markt, ist sehr beliebtes Duft. Ja. Sex Appeal for Men von Jovan. Das ist ein Cheapie, also super günstig. Ihr zahlt für 88 Milli unter 10 Euro. Das ist echt geschenkt, Leute, definitiv. Der Preis ist echt geschenkt. Daran merkt man, dass man nicht viel Geld ausgeben muss für gute Qualität, weil der hält auch dementsprechend. 3 Stunden definitiv, das ist okay. Das ist ein würziger und orientalischer. 3 Stunden hält er locker durch. Das ist wirklich okay für den Preis. Projiziert die erste Stunde auch gut mit der Duftwolke. Macht ihr nichts falsch. Die Ingredienzen hier sind Gewürze, Patchouli und Sandelholz. Ja? Also es ist ein sehr guter, toller Duft zum Ausgehen, definitiv. Und ein Abendduft würde ich eher sagen. Ja? Für mich ist er definitiv ein Unisex-Duft, obwohl er als Männer durchgeht. Aber Damen können den auch mal gern testen. Sagt ihr mir Bescheid, was ihr davon haltet. Ob ihr ihn vielleicht schon mal getestet habt. Wenn nicht, gebt ihr mir Bescheid. Oder wenn nicht, guckt ihr. Günstig ist er, da macht ihr nichts falsch. Ihr solltet wissen, dass der ein würziger und orientalischer ist. Wer diese Duftrichtung mag, macht hier definitiv nichts falsch. Das war's von mir, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ich sage jetzt schon mal, ciao Belli, bis nächstes Mal.